Okay. Ach so, C. Ja, da hängen Leute drin. Das finde ich nicht so toll. Da müssen wir jetzt hin. Alter Schwede. Ah, nein, 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 nein. Okay, war es nur eine? Ich hoffe doch. Haben die blöden Wespen die Leute hier gefangen genommen? Ich muss sagen, die haben echt mein vollstes Mitempfinden, diese Viecher. Also die, wo hier gefangen sind. Ich kann Wespen auch so nicht ab. Diesen Sommer ist aber auch furchtbar. Ich meine, ja, klar, die tun nichts und so weiter, wenn man sie nicht provoziert. Heißt ja aber nicht, dass ich sie mögen muss, deswegen. Wo muss ich denn lang? Muss ich da rüber oder muss ich direkt weiter hoch? Ich sehe, das ist eine Schweinenase. Ah, sehr schön. Gut, dann können wir ja da auch noch hin. Dann erstmal die beiden. Das ist 717. Dann gehen wir. Damit, dass sie uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Brut von unseren verrottenden Körpern. Oh, das ist natürlich. Ja, ich hab mein Mitleid. Also ich gucke ja, dass wir die loswerden. Aber erstmal eine Erinnerung. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. Aber doch nicht mit einer Haarlocke. Was zur Hölle, also, das wäre mir neu. So, jetzt gucken wir mal kurz wegen Waffen. Wo ist meine Maus da? Wir können machen die Teekanone. Und ansonsten die Pfeffermühle haben wir, glaube ich, voll, ja. Sag mal, die Teekanone? Nee, eigentlich nicht. Ich benutze die so selten. Mal gucken, ob die noch notwendiger wird. Bisher nämlich nicht, aber man weiß ja nie. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich. Hä? Ah nee, ich muss auf den da hinten. So richtig gerade auf dem Schlauch gesessen, so. Also, auf dich müssen wir. Also, ich kämpfe gegen die Wespen. Keine Sorge, ihr Lieben. Ich kämpfe gegen sie. Oder vielleicht auch nicht. Das überlegen wir uns nochmal, ja? Das war recht unelegant. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, bis er ganz oben ist. Okay, komm. Na also. Puh. Wobei, wenn wir jetzt gleich einen Bossfight vielleicht haben. Ah, sieht zumindest danach aus. Alter, was seid ihr für blöde Viecher? Boah, die sind zu schnell, die Viecher. Okay, wir haben leider Leben verloren. Aber vielleicht kriegen wir da jetzt nochmal was. Also, ich glaube, das gibt gleich einen fetten Bosskampf. Vielleicht sollte ich die Teekanone aufrüsten? Ich weiß es nicht. Zur Not müssen wir das gleich noch machen. Aber es wird auf jeden Fall nicht schön jetzt. Luther, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur 11. Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Was? Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Ugh. Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Aha.
Okay, das sieht alles schon mal nicht vertrauenserweckend aus. Oh nein! Mein Lieblingsfreund. So, hallo und herzlich willkommen. Wieder hier gab es einen Cut, weil ich sehr, sehr häufig versucht habe, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich glaube gar nicht, wie schlecht das gelaufen ist. Ich habe es ungelogen. Bestimmt, ich weiß es nicht, 1,5 Stunden probiert. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht mal warum. Das hat mich so geärgert. Aber jetzt versuche ich mich zu bessern. Oh nein! Okay, das läuft schon mal nicht besser. Kollege, kannst du jetzt mal herkommen? Ich will nicht, dass der hier... Komm, ernsthaft. Dann fliehen wir wieder in diese Richtung. Also ihr werdet tatsächlich alles vorab, was ich da probiert habe, wahrscheinlich nicht sehen. Ich werde hier wahrscheinlich den Cut setzen, in der Hoffnung, dass ich dieses Mal schaffe. Weil ich sehr viel geflucht habe und das ist mir dann doch im Nachhinein ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Falls man dann sowas doch irgendwann mal sehen möchte, wie viel ich fluche, mache ich daraus vielleicht mal ein Fluch-Special, aber das muss nicht in der ganzen Folge mit drin sein. Oh, hat mich das geärgert, dass ich das nicht hinbekommen habe. So. Bevor wir dich jetzt kaputt machen, möchte ich gerne die Wespe weghaben. Ja. Oh, scheiße. So, kommt die Wespe mir jetzt hinterher. Ah. Okay, dann müssen wir mal gucken. Irgendwie hängt der da, glaube ich, fest, habe ich das Gefühl. Okay. Okay. Wir müssen es wieder verstecken. Sie hat sich jetzt gelöst. Perfekt, ist sie endlich. Aua. Kollege, jetzt geht's darum, dass wir uns um dich kümmern müssen. Erstmal wieder abhauen. Ich glaube gar nicht, was für ein Ärgernis der Typ ist. Okay. Ah, inzwischen schaffe ich es doch fast komplett rum. Gut, ich bin's auch inzwischen erprobt. Alice, komm. Was ich festgestellt habe, das ist sehr ärgerlich. Jedes Mal, wenn ich hier versuche zu fliehen, bleibe ich da hängen. Deswegen, also wenn ich mich deswegen aufrege, ich kann nichts dafür. Das ist einfach so nervig. Wir müssen, um weiterzukommen, es bringt nichts hier, diese Kette zu ziehen. Wir müssen tatsächlich weiterkommen. Wir müssen diesen Typen hier besiegen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Okay. Wir stehen, glaube ich, gerade an einer richtig guten Position. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen ausgetribbelt. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen was anrichten. Komm, ich will dich ein bisschen bekämpfen. Ich will noch ein paar Köpfe hier kaputt machen, bevor ich mich runtertrauen muss. Okay. Ich glaube, das wird so langsam nichts mehr. Was sind gerade für ein Move? Das soll ja auch die richtige Tasse tun. Komm, ich will noch einen Kopf kaputt bekommen. Oh oh. Jetzt wird er wieder sauer, weil er nicht an uns rankommt. Okay, jetzt wird's ärgerlich. Jetzt sehen wir leider gar nichts mehr. Ich glaub,
wir haben unser Glück verspielt. Okay, wir müssen jetzt gleich wieder rüberspringen. Geht nicht anders. Und zwar jetzt. Okay. Konnten wir ein bisschen was treffen? Schnell fliehen. Ich weiß, es ist nicht die feine Art hier zu kämpfen, aber ich krieg diesen Kampf sonst nicht hinter mich gebracht. Komm schon. Der spuckt wieder. Ich will eigentlich zu diesem Status kommen. Er schießt ja irgendwann Feuer raus. Oh mein Gott. Hör auf jetzt damit. Wir kommen nicht weiter hier. Es funktioniert nicht. Okay, so. Ich will nicht runter, weil wenn er uns erwischt, das verkrafte ich nicht nochmal. Wo ist er denn? Okay, wir müssen, glaube ich, runter. Ich glaube, es bleibt uns langsam nichts mehr anderes übrig. Okay, das musste ich einstecken. Modus. Okay, ich habe den Kopf abbekommen. Ja! Ja! Wir sind endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Okay, Zielmodus aus. Spuck dich aus. Okay, das wird nichts. Zielmodus weg. Wir fliehen wieder. Ab dem Zeitpunkt dauert es nicht mehr lange, bis wir es geschafft haben und erst besiegt. Alice, komm schon. Geh da durch. Ich bin ja froh, dass wir hier mal wegfliehen können. Wir haben ihn fast so weit. Ja, verdammt. Das hat nicht geklappt. Lässt Zielmodus aus, du hast versagt. Okay. Ah. Oh, wir haben es fast geschafft, fast. Haben wir es? Nein, noch nicht. Noch nicht. So, Kollege. Oh, wir haben es gleich. Oh mein Gott. Okay. Wir haben es gleich. Wo ist er? Okay.
Sprüh dich aus und wir fliehen wieder. So, schon mal die richtige Waffe auswählen. Bist jetzt mal fertig, Mensch. Ist ja ekelhaft. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wieder hier rüber. Und wenn er dann gleich wieder angescheißert kommt. Komm, hol deinen Kopf raus. Hallo? Feuer bitte. Ja, ja. Okay. Mann, es dauert doch nicht mehr lang. Es dauert doch wirklich nicht mehr lang. Mach den Zielmodus aus. Ich hasse es. Okay, nein, das wird nichts. Noch mal eine Runde fliehen. Alles. Okay, er ist wieder on tour. Wir haben es bald. Ich weiß, das sage ich sehr häufig, aber... Das kann ja auch nicht sein, dass man hier so ewig lange für braucht. Wo bist du denn? Okay, er will nicht. Dreh dich und hör auf. Oh, er ist erledigt. Es ist geschafft. Schöner geht's gar nicht. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Ich glaub gar nicht, wie froh ich bin, dass es vorbei ist. Das war wirklich so furchtbar. Also, wir müssen den Gong schlagen. Mit unserer Fliehaktion wissen wir ja ganz genau, wo dieser Gong sich befindet. Nämlich da oben bei dem Fischli. Ihr müsst mal bedenken, das letzte Mal, als ich das probiert habe, war vor 2 Tagen zu dieser Aufnahme jetzt hier. Und ich hoffe, es hat es auch aufgenommen. Hab 1,5 Stunden probiert, es nicht hinbekommen. Und das hier ist das First Try. Also First Try für diesen Tag, nicht für das grundsätzlich. Aber bin ich froh, dass das vorbei ist. Das war mit bisher der schwierigste Kampf tatsächlich. Jetzt können wir auch mal gucken. Hallo, Fröschli. Ist noch ursprünglich mal durch das Tor gekommen. Warum ist man denn jetzt wieder zurück? Achso, das ist der Frosch. Ich dachte gerade, das sei noch irgendwas. Aber nein. Oh, wir haben das geschafft. Okay, ich vermute, es geht darüber. Das möchte ich nicht wiederholen. Um keinen Preis. Hier kann man auch noch mal hin. Aber wir kamen ja ursprünglich mal von da, oder?